Willkommen zurück zu Dead Space 2, liebe Freunde. So, wir sind jetzt gerade frisch in Kapitel 3 angekommen. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich dachte eigentlich von Anfang an so, so hier wird es genauso wie im 1. So, man wird benachrichtigt, oh, du hast Kapitel 1 geschafft. Willkommen in Kapitel 2, dem ist so nicht. Oh, was ist das für ein Schema? Impulsgewehr. Nee, brauche ich eh nicht. Ich brauche kein Impulsgewehr oder sonstiges. Einzige, was ich hier brauche, ist einfach nur ein neuer Anzug, damit ich hier mal ein paar Sachen mehr mitnehmen kann. Das ist immer so eine Sache hier, mit, wenn man vom Inventar aus so wenig mitnehmen kann. 700 Credits. 1000 Credits. Wie viele Credits habe ich denn? Ah, 20.000 geht. Läuft, ey. 20.000. Nicht schlecht. Ein Speicherpunkt. Ja, aber nicht schlecht. Da kommt jetzt genau wie gerufen. Hier mal seit langem mal wieder ein bisschen speichern. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Zwar, wenn wir jetzt das Spiel nochmal rausgehen und wieder reingehen, steht da fortsetzen und Spiel laden. Vielleicht kann ich von da wieder fortsetzen, aber sicher ist sicher. Speichern wir einfach lieber ab. Oh ja, ja, toll. Toll. Ja, ich liebe sowas. Und dann einfach wieder abhauen. Ja. Ja, toll. Einen gezielten Schuss, dieser Blatt. Lass mal schauen, sowas können wir denn. Können wir überhaupt. Naja, also. Ich glaube, wir haben genug Munition und Heilung. Ja, wir sind schon komplett voll. Mit Heil, wir sind geheilt, wir haben viel Heilung dabei. Ja, es tut mir jetzt leid um die zwei Medipacks. Aber die müssen wir wohl da lassen. Wir können ja nichts anderes mitnehmen. Ah, da ist endlich mal wieder ein Shop, glaube ich, oder? Shit. Was ist das? Was? Zum. Ja, toll. Auf und ab, Isaac. Gut, wir können immer noch zurückrennen. Boah, toll. Boah, renn schnell weg. Ach komm. Wie viele sind es von denen noch? Na toll. Da kommen noch mehr. Nee. Nee. Brauche ich da jetzt mal Munition verbrast, kurz, hä? Ja, jetzt werden diese zwei Dinge natürlich gut. Isaac, leben Sie noch? Wir können. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sind sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Welche Symbole? Okay, wir sind von da gekommen, aber ich gehe kurz zurück, weil. Hier gab es doch diese zwei Medipacks. Jetzt brauche ich die. So. Boah. Krass, diese Dinger. Wir sind klein und schnell und nervig. Vor allem sind es viele. Das ist echt krass. Ein Spielzeugladen. Toll. Was ist das? Auch mit einem Rig. Auch nicht schlecht, oder? Geil. Eine Actionfigur mit Rig. Etwas für Mädchen hier. Ah, cool. Ah, endlich mal wieder ein Shop hier. So. Schauen wir mal. Was brauchen wir nicht?
Eigentlich sehen wir doch eigentlich so ziemlich vernünftig aus, oder? Brauchen wir im Shop eigentlich nur zu schauen, vielleicht. Ich glaube, wir müssen nämlich erstmal. Ja, alles müssen wir wieder mit Schema. Freischalten. Und da wäre doch so ein Schema mit Anzug Level 3 oder Level 2 nochmal gar nicht mal so schlecht, oder? Das kommt bestimmt noch irgendwann mal im Laufe des Spiels. Ja, Spielspeicher, neuer Spielstand. In der Werkbank wäre jetzt auch wieder gut. Ein bisschen unsere Plasmakarte aufwerfen. Ja, gut, wir können nur hier hoch. Hoch oder runter, je nachdem, wo wir müssen. Ich bin jetzt irgendwo mitten in der Mall wahrscheinlich. Oh ja. Zum Glück. Ah, da gab es mal eine Trophäe, glaube ich, wenn man dann den Kopf unterschießt. Gut, ich habe jetzt die Trophäe noch ausgeschaltet, aber es könnte sein. Er kennt im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Okay. Ja. So, wo muss ich denn hin? Ja, sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas liegen würde. Das ist doch riesen. Boah, der Marker. Okay, da muss ich wahrscheinlich wieder hacken. Ein Textlog. Ihr wisst hier Bescheid. Teil 1. Teil 2. Ihr wisst Bescheid. Mit Lesen. Hier. Hm. Noch ein Chance. Ja, Isaac. Der Hacker. Ah, das war jetzt sehr gut. Man klickt ihn an der richtigen Stelle. Ja, hier. Hier. Nummer 3. Aufzug funktioniert wieder. Braucht er länger zum Rufen wie zum Hacken, ey. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Ja, warum denn die leichten Wege, wenn man auch die unmögliche Wege nehmen kann? Durch das Abfallsystem. Textlog schon wieder. Extrem viele Textlogs. So, Teil 1 und Teil 2. 1000 Credits. Oh shit. Oh Gott sei Dank, das war jetzt knapp. Aber war auch gut. Ich will da nicht durch. Nein, ich will nicht. Nein, kann ich da zurück? Kann ich zurück? Ich möchte mich erst umschauen, ob es da noch was liegt. Ich habe bestimmt noch irgendetwas, was ich hier brauchen kann. Ja, und zwar wieder solche kleinen Mistviecher. Ach komm! Denn eigentlich her? Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Nur weil ich mich hier ein bisschen umschauen wollte. Ja, gut. Kann mal passieren. Ja, hier. Plasma-Energie. Die bringt mir jetzt natürlich auch viel, da ich ja schon alles verhauen habe. Oh, aber 1000 Credits. Also, das war es mir wert. 1000 Credits. So, und jetzt ab durch den Schacht. Isaac. Ab ins Loch mit dir. Ist auch geil gemacht, hier so durch die Schächte laufen. Wo sind wir jetzt? Sind wir denn schon im Abfallsystem? Nee, oder?
Ich wollte eigentlich. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Danke, mein Freund. Würde ich bestimmt gebrauchen. Das nehme ich nicht mit. Ausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Hallo. Jawohl. Nein! Okay. Haben wir irgendwas vielleicht, was wir nicht? Ja, komm. Also bitte. Dann lieber ein bisschen mehr Munition. Kannst du übertreiben mit der Energie. Ah, okay. Eine Werkbank. Sehr gut. Hier ein bisschen mein Plasma-Cutter. 2 Stück. Das heißt, wir können einmal ein Tempo. Was ist Spezial? Spezial, was ist das? Keine Ahnung. Wir müssen irgendwann mal sehen, was Spezial ist. Ja, das wollen wir. Ah, ich bin auch. Ja, nee, okay, gut. Also beim nächsten auf jeden Fall ist dann wieder ein bisschen Schaden dabei. Und ein bisschen nach Kapazität dabei. Und dann wieder Schaden. Ist doch geil. Also jetzt die nächsten 3 sind mal gut. Investier die nächsten 3 Knoten. Also du bist mir nicht ganz geheuer. Du musst zerstückelt werden. Okay. Warten. Okay, dann werde ich erstmal speichern. Ich habe irgendwas aktiviert. Ist doch auch geil im Spiel. Man aktiviert irgendwelche Schalter, man weiß gar nicht, was man aktiviert. Man weiß nur, okay, das Ding zeigt jetzt an, wir müssen hier hin, dann stehen wir davor und dann müssen wir einfach mal die X-Taste drücken und dann aktiviert er irgendetwas und wir wissen gar nicht was. Aber Isaac weiß ja schon Bescheid. Isaac ist nämlich ein kluges Köpfchen. Er weiß, was geht. Er weiß, wohin. Oh ja. Was? Ich dachte gerade, wer zur Hölle schießt denn auf mich? Ach komm. Ah nee. Credits? Nein, das möchte ich nicht. Und Medipack. Sehr gut. Ach, hier muss ich entlang. Ich war. Da komme ich doch, oder? Nee, komme ich nicht. So, wir haben erst das Ding ausgeschaltet. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay, wir müssen da durch. So. Starten und landen. Drücke L3. Ah, geil, ich kann jetzt fliegen. Ich kann fliegen. So, aber wir müssen zwar hier durch. Aber wir kriegen jetzt das Tor wahrscheinlich hier so nicht auf. Öffnen, hallo. Gut. Da haben wir uns erstmal wieder... Haben wir erstmal ein bisschen fliegen müssen und wieder zurück. Damit wir erst die Tür öffnen können. Auch nicht schlecht.
So, ich hoffe, dass wir jetzt da durchkommen. Was ist das? Boost der zweiten. Hallo? Okay. Jetzt haben wir das. Was? Boost was? Was steht da? Muss mit R2, oder war das da? Keine Ahnung. Wichtig ist Boost mit L2. Können wir schneller fliegen. Oh, ich dachte, das war ein Item. Das war wieder so Plasma-Energie oder so, aber war ein dickes Nichts. Plasma, ja. Oh ja, das finde ich immer so toll hier. Ist alles so dunkel, man sieht gar nichts. Und das finde ich, das haben sie geil gemacht bei Dead Space 2 hier. Diese Atmosphäre ist einfach der Hammer. Man hat Angst zu rennen, weil man weiß nicht, was kommt jetzt. Was? Irgendwas ist doch hier. 500 Credits. Denkt irgendwo laut wieder irgendein beschissener Gegner. Ja, genau so. Shit. Boah. Ah, wir haben keinen Energieknoten, sonst könnten wir hier einen einsetzen. Nein, leider haben wir keinen. Die Batterie. Okay, die muss... Das war auch ein Shop gewesen, oder? Schauen wir mal. Tun wir erstmal die Batterie rein und vielleicht geht dann auch der Shop an. Energiezellen mit Chinese einsetzen und entfernen. Ja, gut. Das habe ich jetzt verstanden. Aber... Ja, leider haben wir keinen Knoten. Nee, schade. Der Shop scheint auch nicht zu funktionieren. Hm. Hey, was ist jetzt schon wieder los? Warum? Was war das jetzt? Was war das für ein Bug, Mann? Nee. Nee. Nee, oder? Was war denn das jetzt gerade für ein Bug? Ist einfach? Nee, oder? Geil. Da ist einfach mal so, mir nichts, dir nichts. So, durch den Aufzug durch. Ja klar, ich hab's auch gewusst, dass er von da rauskommt auch noch. Geil. Ein richtiger Bug also. Das war so ein richtiger Fehler, so ein richtiger Grafikfehler. Der ist einfach mal durchgeflogen. Ja, hoffentlich passiert mir das gleich jetzt nicht nochmal. Ja, das wäre ja, das wäre der Wahnsinn, oder? Nee, jetzt scheint alles zu funktionieren. War ja krass. Dann ist einfach ins Nichts geflogen und war platt. Jetzt könnten wir wieder zurückgehen, aber... Naja, komm. Wir können eh nichts mehr mittragen. Drecksdinger, ich hasse diese Dinger. Waren schon im ersten Teil, waren die... echt unangenehm, weil die so klein sind. Man immer auf einzeln auf alle schießen muss. Ach nee. Ach komm, ich habe ihn doch getroffen. Ja, nee, immer diese dumme Munition, die kein Mensch braucht. Warum? Ich brauche wirklich kein Mensch. Braucht die. Aber davon würde ich... komplett zugespammt. Da muss ich hinlangen. Nur mal kurz hier umschauen noch. Okay, hier waren wir schon. Haben wir die 1000 Credits her. Ein kleiner Marker. Was?
Mhm. To was? Is to survive. Aber was? Keine Ahnung. Wird da denn gekritzelt oder was auch immer auf Japanisch geschrieben? Keine Ahnung. Boah, krass. Sag's Isaac. Kannst ja laut sagen. Sie ist nicht real. Krass, das Ding. Ja, 1000 Credits. Ja, ja. Okay, ich muss hier durch. Ja. Und wahrscheinlich wieder auch da vorne durch. Aber erstmal will ich mich umschauen, ob es hier noch was Interessantes gibt. Ein Stasi-Pack? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Machen wir mal weiter hier durch. Dana, Tidemans-Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Helikopter. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Ja, ich würde mich beeilen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin wieder? Na toll. Also hinterlass Credits da. Toll. Na sicher, sicher. Muss es doch irgendwo hier einen Speicherpunkt geben, oder? Nee, scheint nicht so. Es scheint nicht so, als ob es hier einen Speicherpunkt geben würde. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier ist ein Speicherpunkt. Gut, den benutzen wir. Und dann würde ich sagen, hier gibt es mal wieder einen Cut. Das war's erstmal für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, haut rein, Leute.